Herren, das schlechte Ergebnis der SPD in Nach vorne. Bayern gestern können wir heute nicht besser machen. Aber als SPD stehen wir zusammen, auch nach einer solchen Niederlage. Ich danke Natascha Kohn, die gerade eben erst hier in Berlin gelandet ist, für ihren unermüdlichen Einsatz auch bis in die letzten Stunden dieses Wahlkampfes. Ich danke auch allen anderen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Bayern. Und ich danke natürlich auch den Wählerinnen und Wählern, die uns ihre Stimme gegeben haben. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Was können wir besser machen? Was müssen wir vermeiden? Nicht alles haben wir alleine in der Hand. Das schlechte Bild der Bundesregierung hat auch eben dazu beigetragen, dass Themen, die uns wichtig waren und die den Menschen wichtig waren, nicht durchgedrungen sind. Und deswegen ist das auch ein Teil des Problems gewesen. Deswegen müssen wir uns jetzt auf unsere eigenen Möglichkeiten konzentrieren. Wir müssen klarer werden mit dem, was wir wollen. Wir müssen mehr Tempo auch machen bei der inhaltlichen Neuaufstellung. Wir müssen kämpfen. Und zwar, um auch in 2 Wochen bei der Hessenwahl mit Thorsten Schäfer-Gümbel, unserem Spitzenkandidaten, ein gutes Ergebnis zu erreichen. Das haben wir uns gemeinsam heute auch im Präsidium vorgenommen. Gut. Ja, dann von meiner Seite auch guten Morgen. Unser Ergebnis, das wir in Bayern bekommen haben, und das habe ich auch gestern so formuliert, tut unglaublich weh. Das ist auch natürlich am nächsten Tag genauso. Und wir haben in Bayern so geschlossen wie noch nie gekämpft in diesem Wahlkampf mit unseren Oberbürgermeistern, mit unseren Landräten, mit unseren Bürgermeistern. Auch die Jusos haben erstmals in der bayerischen Geschichte einen eigenen Wahlkampf gestartet, den sie Freistaaten genannt haben. Und in dieser Geschlossenheit haben wir auch unser Programm verabschiedet. Und in dieser Geschlossenheit werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen, aber auch mit aller Offenheit in unseren Gremien in die Analyse gehen. Und ich habe auch dort ganz deutlich und klipp und klar gesagt, wir werden über alles reden. Und alles heißt über alles. Und dann werden wir uns aber auf den Weg machen müssen. Und dieses Ergebnis hat ja auch unglaublich viel damit zu tun, dass die Menschen uns mit einer ganz großen Skepsis begegnen. Und mit einer unglaublich großen Distanz. Und das wird für uns als SPD eben gemeinsam bedeuten, dass wir in die Zukunft wieder Glaube bei den Menschen wecken müssen, dass das, was wir sagen, dass das dann auch kommen wird. Dass alle Wege, die wir beschreiten, dass wir diese auch bis zum Ende gehen. Und da steckt auch in unserer bayerischen SPD unglaublich viel Herzblut, viel Wille, dass wir uns jetzt auf den Weg machen. Und das wird ein langer Weg und das wird auch ein steiniger Weg. Aber in der Überzeugung eint es uns, dass wir das schaffen können und schaffen müssen. Vielen Dank. Wir haben Zeit für 4 Fragen. Frau Müller. Wenn Sie jetzt von der inhaltlichen Neuaufstellung gesprochen haben, die mit mehr Tempo noch vorangetrieben wird. An was für Themen denken Sie da zum Beispiel? Ihr Generalsekretär hat eben gesagt, beispielsweise beim Thema Klima müsse die SPD sich jetzt mal klar werden, wo sie da eigentlich hin will und vielleicht auch irgendwie neue Botschaften finden. Das könnte ja auch Sie betreffen, weil wenn Sie da zum Beispiel stehen und so ist es angekommen, Klimaleugner sind eigentlich genauso schlimm oder Klimawandelleugner wie die, die sich nur auf den Klimawandel konzentrieren. Also wo sehen Sie da auch für sich vielleicht eine Möglichkeit, ein bisschen neu auszurichten? Also wir haben die 4 Themenfelder, in denen wir eine inhaltliche Erneuerung auch anstreben, definiert. Dazu gehört eben auch selbstverständlich die Frage der ökonomischen und der ökologischen Frage. Wir haben diese 4 Themenfelder jetzt im großen Debattencamp im November. Die werden wir dort behandeln. Und ich habe selber sehr stark darauf hingewiesen, dass wir uns auch vom Ballast der Vergangenheit befreien müssen. Und das insbesondere in der Frage Sozialstaatsentwicklung der Zukunft, was kommt nach Hartz IV, ist eine der Fragen, die wir beantworten müssen. Und deswegen ist das, was wir an Erneuerungsarbeit vor uns haben, bereits angelegt. Wenn wir sagen, wir müssen mehr Tempo machen, dann liegt das daran, dass wir das Gefühl haben, dass tatsächlich auch im nächsten Jahr noch eine ganze Reihe von Landtagswahlen anstehen und wir versuchen müssen, bis dahin eben einige Sachen und Klärungsprozesse auch vorangetrieben zu haben. Herr Schmidt, dann Sie reden. Das knüpft ein bisschen daran an.
Es gibt ja die Lesart, dass die Grünen für Sie sowohl in Bayern als auch im Bund zu den ärgsten Konkurrenten jetzt gehören. Teilen Sie diese Lesart ein Stück weit und haben Sie schon den Ansatz einer Antwort darauf? Dass die zu Konkurrenten, dass sie Konkurrenten sind, das ist vollkommen klar. Wir haben in Hessen jetzt in der nächsten Landtagswahl aber eine andere Situation. Da sind die Grünen mit in der Regierung, ein amtsmüder Ministerpräsident. Wir rechnen uns mit Themen, die sehr ähnlich gelagert sind in Hessen wie die, die wir auch in Bayern hatten, nämlich bezahlbares Wohnen, Mobilität, Zukunft der Arbeit. Da rechnen wir uns aus, dass wir da punkten können. Auch in den Umfragen, die wir da haben, sehen wir uns bestätigt, dass das die richtigen Themen sind, auf die da gesetzt wird. Und da stehen wir natürlich auch in Konkurrenz zu den Grünen, aber auch zur CDU natürlich insbesondere. Wenn ich den Blick auf Bayern werfen darf, wir haben ganz deutlich gespürt als bayerische SPD, dass die Grünen deutlich freier waren, auch in diesem Wahlkampf jetzt. Sie sind in Berlin, sie sind in Bayern in der Opposition bisher. Und wir haben da einen ganz anderen Spagat zum Teil gehabt, was die Große Koalition betrifft, auch durch das, wie sich die CSU in dieser Großen Koalition aufgeführt hat in den letzten Monaten. Da haben wir uns auch überhaupt nicht losmachen können von. Und diesen Spagat haben die Grünen, diesen Spielraum haben die Grünen genutzt. Und sie haben damit gewonnen. Sie haben ihn erfolgreich genutzt. Ja. Herr Drebes, dann ist man. Frau Kuhnen, Sie haben es gerade schon angesprochen. Frau Nahles, auch die Frage an Sie. Diese Wahl war ja nicht so frei zu machen von der Großen Koalition hier in Berlin. Und wie soll das gelingen, jetzt wieder Vertrauen in die Große Koalition in Berlin zurückzugewinnen? Sollte nach Ihrem Dafürhalten Horst Seehofer seinen Rücktritt erklären? Personalentscheidungen der CSU müssen in der CSU getroffen werden. Und das aber, und das habe ich ja schon mehrfach deutlich gemacht, sich der ganze Stil der Zusammenarbeit ändern muss, ist offensichtlich und dürfte hoffentlich auch als Botschaft im Wahlergebnis dieser bayerischen Wahl gelegen haben. Denn es ist ja auch ein sehr schlechtes Ergebnis für die CSU. Und meine Meinung kennen Sie dazu, die ist sehr, sehr hart. Also spätestens im Sommer, als er sagte, die Migration sei die Mutter aller politischen Probleme. Als Beispiel, meine Mutter kommt aus Irland beispielsweise und Millionen Menschen in unserem Land kommen aus anderen Ländern und sind zu uns gekommen, um mit uns zusammenzuleben. Und ein Bundesinnenminister, auch CSU-Landesvorsitzender in Bayern und ich bin SPD-Landesvorsitzende in Bayern, ich sage klipp und klar, ein solcher Mann ist für mich in Bayern nicht mehr tragbar, der dieses Land dermaßen spaltet, statt es zusammenzuführen. Herr Ismann. Ja, Frau Nahles, sind Sie angesichts der Wahlergebnisse, Umfrageergebnisse weiterhin davon überzeugt, dass der Eintritt in die Große Koalition richtig war? Und was ist für Sie die rote Linie, diese Koalition irgendwann zu verlassen? Also die Frage, ob diese Große Koalition funktioniert, auch im Sinne dessen, was wir gemeinsam verabredet haben im Rahmen des Koalitionsvertrages, entscheidet sich nicht alleine vom Ergebnis, so schmerzlich es ist, einer Landtagswahl. Aber es wird sich entscheiden in den nächsten Monaten, wie weit wir es gelingen, auch tatsächlich die Themen, für die wir auch ein Mandat bekommen haben von unseren Mitgliedern in der SPD und diese Koalition einzutreten. Das war ja ein klares Votum, dass das dann eben auch eingelöst werden kann durch Realpolitik, die wir dann umsetzen. Daran müssen wir dringend arbeiten, sowohl wie gesagt an dem Stil als auch an der Kommunikation und auch an den inhaltlichen Fortschritten. Darüber hinaus, wenn ich es zum wiederholten Male sage, dass das öffentliche Ziehen von roten Linien nicht sinnvoll ist, dann meine ich das auch sehr ernst. Wir werden selbstverständlich auch heute, aber auch in weiteren Gremiensitzungen darüber zu beraten haben, was heißt es, jetzt erfolgreich in dieser Großen Koalition auch für die SPD agieren zu können. Damit beginnen wir heute. Wir werden das diskutieren. Das tun wir übrigens ja nicht zum ersten Mal. Aber rote Linien jetzt zu definieren, das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht für angesagt. Vor allem haben wir in 2 Wochen in Hessen eine Wahl, wo wir alle Power jetzt reinstecken. Wir verschwenden unsere Kraft und Zeit jetzt nicht auf
interne Debatten, sondern wir wollen es wissen in Hessen. Es ist Zeit nach 19 Jahren CDU-Regierung für einen Wechsel. Und wir haben eine sehr gute Alternative mit Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze unserer SPD in Hessen. Vielen Dank. Danke.